So, hi und servus miteinander. Ja, ich bin jetzt im Garten und ich hoffe, Wind und so weiter, Nebengeräusche sind jetzt nicht allzu groß. Aber ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zum Scales wechseln bei einem Victorinox. Und zwar habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen diese schönen Carbon Scales gekauft, made in Germany. Die sind relativ günstig gewesen, ich glaube 30 Euro, und die machen wirklich einen guten Eindruck und ja, die schimmern richtig schön in der Sonne. Ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen einfangen kann, aber die sehen wirklich gut aus und ich glaube zu wissen, dass in der Beschreibung stand, dass man die nicht kleben muss, und das fand ich eben auch interessant. Und ich habe jetzt hier einen Hiker und dachte mir, jetzt machen wir das mal drauf. Es gibt diese hier, glaube ich, auch noch mit den Aussparungen für die Pinzette und für den Zahnstocher. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, welche ich da kaufe. Und deswegen sind die jetzt ohne, aber spielt für mich jetzt auch keine Rolle. Also ich mache das immer so, ich gehe hier mit dem kleinen Schraubenzieher ein bisschen rein. Und dann kann man diese Schalen recht gut lösen hier. Na, Vorführeffekt natürlich. So. Und einmal weg. Und jetzt probieren wir die einfach gleich mal hier drauf zu machen. Und jetzt sollten die aufklickbar sein, ohne zu kleben. Okay. Oder auch nicht. Ich mache jetzt erstmal die andere Seite runter. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, so, einmal rein und dann hier einmal so durch. Und dann sind die sauber unten. Und ihr seht, da ist jetzt auch nichts dran. Sprich, die kann man jetzt gemeinsam mit der Pinzette und mit dem Zahnstocher wieder hier in dieses kleine Tütchen reinmachen und einfach mal aufheben für ein anderes Victorinox. So, also so rum kurz drauf. Jetzt probieren wir nochmal. Na, also. Ja, also. Bräuchte ich vielleicht einen Gummihammer? Ich kann bloß nicht hier drauf, weil es ist ein Glastisch. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so geschickt. Ich mache mal kurz Pause und guck mal, ob ich es drauf kriege. So, 5 Minuten später sind sie drauf. Also, die passen ohne Kleben durchaus, weil man muss sie wirklich mit einem Gummihammer drauf prügeln. Also grundsätzlich gar kein Thema. Man kann sie einfach nicht drauf drücken. Man legt die Schalen einfach auf und haut dann einfach mal, also ich habe jetzt einfach ein Tüchle drüber gelegt, damit es den Schalen jetzt nichts macht, und dann einfach auf jeder Seite ein, zwei Mal mit dem Gummihammer drauf, und dann sitzt es wirklich auch sauber. Und ihr seht, Spaltmaße und so weiter sind da definitiv nicht vorhanden. Wie gesagt, ich finde das Carbon sehr schön. Und hier, ich weiß nicht, ob man sieht, man sieht hier sogar noch die einzelnen Carbonlagen. Und das finde ich doch recht hübsch. Und jetzt passt das nämlich sehr, sehr schön zu, ich hol's mal raus, zum Beispiel hierzu. Klar, das ist jetzt nochmal ein besonderes Carbon. Das sieht natürlich nochmal cooler aus. Aber ich finde insgesamt, ja, macht es doch gut was her. Und beides Carbon. Und die Dinger, ich finde sie cool. Mich freut's, wie gesagt, für 30 Euro. Und da hat man doch hier beim Hiker jetzt ein schönes kleines Messer mit Klinge, mit Säge mit dabei. Und mit der kleinen Klinge noch und Dosenöffner, Flaschenöffner und eben hinten dran der kleine Kreuzschlitzschraubendreher. Jo, das war's auch schon. Also wie gesagt, ich finde das Ding eigentlich ganz hübsch so, und ja, mich freut's. 30 Euro kann man nichts sagen, und wie gesagt, keine Kleberei oder sonstiges, sondern aufsetzen und dann halt einmal mit dem Gummihammer draufhauen, und dann sitzen die aber wirklich bombastisch. Also das Setzen wirklich sehr, sehr schön. Ne? Also gut ausgefräst das Ganze. Also wirklich toll gemacht. Jo, das war's auch schon.
In diesem Falle, ich sag wie immer vielen Dank, tschüssle und bye bye.